Das ist jetzt für mich die schwierigste Veranstaltung, genau aus den Gründen, die Sie auch so schön ausgeführt haben. Man kann eigentlich fast nur bei diesem Thema verlieren. Trotzdem stelle ich mich der Verantwortung und wir sollten heute gemeinsam über Gehirn und Geschlecht reden. Menschen sind einzigartig, in vielerlei Hinsicht sind sie einzigartig. Natürlich sind sie zoologisch Teil der Tierwelt, da besteht kein Zweifel dran. Aber sie sind ein ganz besonderes Tier. Sie sind nämlich vielleicht in einer Hinsicht das Besonderste aller Tiere, weil sie nämlich an dem Schnittpunkt von zwei evolutionären Prozessen stehen. Am Schnittpunkt einer Kulturevolution und am Schnittpunkt einer biologischen Evolution. Es gibt kein anderes Lebewesen, das so sehr von diesen beiden evolutionären Prozessen beheimatet ist, so sehr von diesen zwei Prozessen determiniert worden ist. Und je nachdem, in welche Phase der Geschichte der Menschheit wir schauen und der Kulturgeschichte des Menschen wir schauen, ist der eine oder der andere Strang unterschiedlich beurteilt worden. Es war für uns Menschen in den letzten Jahrtausenden bis ungefähr in einer Zeitspanne vor 100 Jahren fing es an, sich zu ändern. Aber in all der Zeit davor war es ganz selbstverständlich, dass Menschen davon ausgingen, dass Frauen und Männer unterschiedlich sind und dass dies naturgewollt ist, Gott gewollt ist, dass das so bestimmt ist und dass nicht nur natürlich der Unterschied ist in der äußeren Gestalt von Männern und Frauen, sondern auch wie sie denken, wie sie sich verhalten, wie sie denn so sind. Und es wäre närrisch gewesen, das in Frage zu stellen. Wir sehen seit 100 Jahren eine Veränderung der Sicht. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel gerade in den letzten Jahrzehnten an den Universitäten, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, es auch eine Teilung gibt, in der Hinsicht, dass Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften, die sozusagen den Schnittpunkt von biologischer und kultureller Evolution als Hintergrund nehmen, um den Unterschied von Mann und Frau zu verstehen, in ihrem Verhalten, in ihrem Denken, während zum Beispiel sozialwissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen sehr stark davon ausgehen, dass es Kulturvariablen sind, vielleicht sogar ausschließlich Kulturvariablen sind, die den Unterschied bestimmen. Hier Klarheit zu schaffen, ist aus meiner Sicht, oder zumindest zu forschen, und zwar angstfrei zu forschen, ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Ich glaube, dass es keinen anthropologischen Unterschied gibt, der bedeutender ist als der zwischen Mann und Frau. Dieser Unterschied zieht sich durch praktisch sämtliche Disziplinen. Es ist nicht nur ein Teil der Neurowissenschaften, nicht nur ein Teil der Psychologie. Es ist ein Teil praktisch jeden Aspektes, in dem wir Menschen als Gegenstand der Forschung vorkommen. Sei es die Geschichte, sei es die Soziologie, sei es die Wirtschaftswissenschaft und so weiter und so fort. Das ist praktisch die wichtigste Unterscheidung, die wir beachten müssen, wenn wir eine Wissenschaft betreiben, in der wir Menschen vorkommen. Insofern ist das kein Randthema. Es ist aus meiner Sicht vielleicht sogar das zentralste Thema überhaupt. Und deshalb möchte ich dieses Thema auch in aller Vorsicht, aber auch in aller Bestimmtheit angehen und angstfrei angehen. Ich werde auf dieses Thema noch zu sprechen kommen. Ich werde es angehen also vor dem Hintergrund des Schnittpunktes von zwei evolutionären Prozessen, der Kultur und der Biologie. Und es ist schön, dass wir importiert aus dem amerikanischen Englischen eine klarere Bestimmung haben von dem, was wir genau meinen. Am Anfang gab es in der deutschen Sprache eigentlich nur das Wort Geschlecht und es wurde für beide Aspekte, für die kulturellen und die biologischen Aspekte verwendet. Das Deutsche hat jetzt nun die englische Unterscheidung von Gender und Sex aufgenommen und wir reden jetzt von Gender und Geschlecht und damit ist natürlich klar, dass wir bei Gender die Sozialwissenschaft hier, die soziologische Seite der Selbstbestimmung von Mann und Frau meinen, den kulturellen Hintergrund, der dazu führt, dass Menschen sich eben weiblich oder männlich definieren, während das Wort Geschlecht mehr und mehr in eine biologienahe Richtung gewandert ist, sodass wir hier eine klarere Unterscheidung haben. Jetzt wird Ihnen natürlich auffallen, dass ich diesen Teil der Vorlesung Gehirn und Geschlecht genannt habe. Also es ist nicht zufällig, dass ich nicht gesagt habe Gehirn und Gender slash Geschlecht oder Gehirn und Gender, sondern ich habe es Gehirn und Geschlecht genannt, aus dem folgenden Grunde. Ich kenne keinen einzigen biologienahen Wissenschaftler, keinen einzigen Neurowissenschaftler, keinen einzigen biologischen Psychologen, der daran zweifeln würde, dass kulturelle, soziale Variablen eine enorm wichtige Rolle bei der Selbstbestimmung und bei der Identifikation und bei der Werdung von Mann und Frau haben. Das steht außer Zweifel. Aber ich kenne eine ganze Reihe von tollen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, dass die Biologie keine Rolle spielt.
Deshalb möchte ich als biologischer Psychologe diesen Aspekt, nämlich den biologischen Aspekt, also die Geschlechtsrolle, bezüglich der Interpretation von Ergebnissen zum Mannsein und Frausein betonen. Wenn ich das betone, möchte ich hiermit klarstellen, dass ich nicht meine, Sie sehen, wie vorsichtig ich bin, dass ich nicht meine, dass die Kulturvariablen keine Rolle spielen, sondern ich möchte nur klarstellen, das ist sowieso klar, dass die eine ganz wichtige Rolle spielen, sondern ich möchte Belege dafür mit Ihnen zusammen diskutieren, welche aus meiner Sicht sehr wichtige Rolle neurowissenschaftliche, biologienahe Variablen bei der Werdung, und zwar nicht nur bei der Werdung im Sinne einer körperlichen Werdung, sondern auch bei den kognitiven Mechanismen von Mann und Frau spielen. Das ist der Schwerpunkt, mit dem ich da dran gehen möchte. Also fangen wir an. Das ist jetzt der Punkt, an dem wir anfangen wollen. Das Ganze ist, das ist auch gerade am Anfang gesagt worden, deshalb ein so schwieriges Feld, weil man eingekeilt ist zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite gibt es alle möglichen populärwissenschaftlichen Bücher, die uns erzählen, dass Männer und Frauen so wahnsinnig verschieden sind, dass man sich ernsthaft überlegen muss, ob man noch von der gleichen Spezies reden sollte. Dann gibt es Comedians, die mit schlechten Witzen Millionen verdienen. Und das Schlimmste, was einem Wissenschaftler passieren kann, ist, in deren Nähe zu geraten. Und es gibt natürlich alle möglichen Sichten, dass die Männer vom Mars, die Frauen von der Venus kommen, sodass man sich wirklich dann hinterher wundert, dass man sich mit seiner Frau oder mit bekannten Kolleginnen noch eigentlich unterhalten kann, dass man die gleiche Sprache spricht. Das heißt, wir haben eine extreme Überbetonung von Geschlechtsunterschieden in ihrem Verhalten, in ihrer Kognition, die immer natürlich auch mit evolutionär-psychologischen Argumenten kommen. Und wir haben demgegenüber dann manchmal den Reflex von Kolleginnen und Kollegen zu sagen, dass nichts davon stimmt. Das ist ein schönes Buch, warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken und Männer ihnen Recht geben. Das einfach aus einem wissenschaftlichen, aus einem gesunden Reflex von Kolleginnen und Kollegen entstanden sind, weil sie diese Debatte einfach satt hat. Dieses Buch ist langweilig. Es ist ein tapferes Buch. Aber es ist ein bisschen langweilig, weil die Kolleginnen und Kollegen, die ich alle kenne und sehr, sehr schätze, andauernd aus einer Argumentation heraus das Buch geschrieben haben, das alles nicht wahr, das alles nicht wahr, das alles nicht wahr. Selbst der Titel, warum Frauen glauben, sie könnten nicht einparken, darauf werde ich später noch zu sprechen kommen, hat mich zum Beispiel dazu geführt, dass ich bei einem Kongress zu denen gegangen bin und gesagt habe, sag mal, gibt es irgendwie eine Studie zum Einparken von Männern und Frauen? Die kenne ich gar nicht. Da sagten die, nee, gibt es nicht. Ja, ich sage, aber ihr habt das auf euren Titel genommen. Ja, natürlich gibt es keinen Unterschied. Ich sage, aber ihr habt das doch gar nicht überprüft. Also macht ihr nicht den gleichen Fehler, bloß invertiert? Das heißt, man hat diesen Reflex auf Grundlage dieser populärwissenschaftlichen Sicht, als Wissenschaftler zu sagen, dass das alles falsch ist. Und es ist falsch zu sagen, dass alles falsch ist. Das ist zu simpel. Was wir eigentlich machen müssen und was ich heute zusammen mit Ihnen machen möchte, ist, die Unterschiede, die es gibt, phänomenologisch zu beschreiben, sie einzubetten in einen Erklärungsprozess, ihre Rolle, soweit wir das kennen, auf das Denken von Menschen, weiblichen, männlichen Menschen, genauer zu bestimmen, aber auch die Effektstärken genauer zu betrachten. Also ist das überhaupt etwas nachweisbar, aber ist das relevant? Wie groß ist dieser Effekt? Welche Rolle spielt er eigentlich in unserem Denken? Und zwar in einer angstfreien Art und Weise, angstfrei. Ich möchte nicht in die Nähe von Mario Barth gerückt werden, aber ich möchte auch definitiv nicht so dastehen, als gäbe es hier diese Unterschiede nicht. Dafür ist das Thema meiner Meinung nach viel zu wichtig. Wir sollten dieses Thema wissenschaftlich sehr genau analysieren und versuchen, so gut wir es können, zu verstehen. Also, fangen wir an. Das sind die Dinge, die ich zusammen mit Ihnen durchgehen möchte. Es sieht jetzt wahnsinnig viel aus, aber jeder einzelne Punkt ist eigentlich gar nicht so furchtbar lange. Wir wollen uns erstmal ganz kurz die Faktenlage zur Kognition bei Männern und Frauen anschauen. Wir wandern dann vom genetischen Geschlecht zum neuronalen Geschlecht. Wir wollen uns anschauen, ob im Monatszyklus mit den Veränderungen von Hormonen etwas an den kognitiven Prozessen und an Gehirnfunktionen sich verändert. Wir wollen uns stärker dann noch mit den hormonellen Faktoren bei kognitiven Prozessen beschäftigen.
Dann wollen wir einen Ausflug machen zu nichtmenschlichen Primaten, eine Alltagsanalyse machen und dann das Ganze zusammenfassen. Wohlan beginnen wir? Die Faktenlage. Was Sie hier sehen, sind Effektstärken in D ausgedrückt. Das ist eine etwas ungewöhnliche Einteilung dieser Effektstärken von einer amerikanischen Kollegin Hyde, eine ganz wunderbare Meta-Analyse. Das ist eine Analyse über Analysen, in der sie ganz, ganz hunderte von Analysen zusammengefasst hat und ihre Effektstärken berechnet hat. Eine Effektstärke bedeutet, wie groß ist eigentlich dieser Effekt? Wie spürbar ist er? Natürlich in statistischen Termini ausgedrückt. Ich werde jetzt einige dieser Ergebnisse zusammen mit Ihnen durchgehen. Alles, was nach in blauen Balken nach oben weist, weist auf Überlegenheiten von Männern hin. Alles, was in rosa Balken, Sie merken schon die Farbkonnotation, was in rosa Balken nach unten weist, zeigt die Überlegenheiten von Frauen. Was ist eines der weit verbreitetsten Vorurteile, die wir bezüglich Geschlechtsunterschieden haben? Natürlich, Frauen reden viel mehr als Männer. Stimmt das? Nun, es gibt eine Reihe von Analysen, zum Beispiel vor einigen Jahren eine sehr, sehr schöne Arbeit, in der man Hunderten von Versuchspersonen so kleine Mikrofone angesteckt hat und gesagt hat, wir werden dich jetzt eine Woche lang, werden wir dir zuhören. Aber wir wissen, du weißt nicht, wann wir dir zuhören. Wir werden das Mikrofon einschalten und ungefähr 10 Minuten eingeschaltet lassen und dann wieder ausschalten. Und wir registrieren einfach nur, wie viele Worte du in diesen 10 Minuten geredet hast. Und das natürlich mit Frauen und mit Männern. Und diese und ähnliche Analysen zeigen, es gibt eigentlich keinen Unterschied in der Art, in der Menge, die Männer und Frauen so täglich produzieren. Auch in der Wort, den Männer und Frauen haben, gibt es eigentlich keinen Unterschied. Dieser weiße Bereich in der Mitte ist eigentlich der Bereich des statistischen Rauschens. Das heißt, dieses Vorurteil trifft eigentlich nicht zu. Was ist denn zum Beispiel mit Mathe, die klassische Domäne von Jungs? Es ist richtig, junge Frauen, Schülerinnen haben mehr Angst vor Mathe als Jungs. Und Jungs sind insgesamt sicherer, selbstsicherer, wenn es um Mathematikaufgaben geht. Aber wenn es darum geht, Probleme, mathematische Probleme zu lösen, gibt es keinen Unterschied. Das Ganze sozusagen verschwindet im Rauschen. Wenn man noch genauer anguckt, reinguckt, sieht man eine Reihe von interessanten Effekten. Über 23 Nationen hinweg sind Jungs in Geometrieaufgaben immer besser als Schulen. Und was wir aber sehen, ist, dass in Algebra die Partizipation von Frauen in der Öffentlichkeit korreliert mit der Leistung von jungen Frauen in der Schule in Algebra. So dass sie zum Beispiel in den skandinavischen Ländern junge Frauen mittlerweile in Algebra deutlich besser sind als Männer. Das heißt, Kulturunterschied, politische Partizipation als Modellfunktion hat einen Effekt. Aber es gibt auch diesen Unterschied, Geometrie immer Jungs besser als Mädchen. Schauen wir uns jetzt mal einige Sachen an, bei denen man erwartet oder nicht erwartet, dass Frauen und Männer besser sind. Ein Faktor, der häufig übersehen wird, ein Faktor, der sich durch alle Kulturen und durch ganz viele Tests durchzieht, ist, dass Frauen bei Wahrnehmungsgeschwindigkeitssachen besser sind. Kein Rieseneffekt, moderater Effekt, aber er ist da. Ein Effekt, von dem wir schon lange wissen, dass er zugunsten von Frauen arbeitet, sind zum Beispiel verschiedene Aspekte von allgemeinen Sprachtests, aber auch Sprachproduktionsfähigkeit. Wie schnell kann ich einzelne Worte aus meinem Lexikon herausholen, aus meinem Gedächtnis herausholen? All das sind Dinge, bei denen dann Frauen besser sind als Männer. Auch hier die Effekte nicht riesig stark, aber sie sind vorhanden. Aber wenn es darum geht, Texte zu verstehen, sind die Unterschiede wieder nicht signifikant. Das heißt, wir haben einen Unterschied in bestimmten Domänen von Sprache, aber nicht unbedingt in allen Domänen von Sprache. Der stärkste Effekt, diesmal zugunsten von Männern, ist ein einziger Test. Und das ist der Lieblingstest der Psychologen, weil er so richtig knackige Ergebnisse bringt, weil wir mittlerweile ganz viel über ihn wissen. Deshalb werde ich natürlich auch von ihm erzählen. Es ist der mentale Rotationstest. Ich werde Ihnen gleich vorstellen, was das ist. Der hat durchaus starke Effekte. Und diese Effekte sind seit 40 Jahren stabil. Und Sie können den in Schweden durchführen oder in Saudi-Arabien durchführen. Die Effekte sind weitestgehend gleich. Das heißt, wir haben wirklich einen sehr stabilen Geschlechtsunterschied in der mentalen Rotation. Das ist ein räumlicher Test. Aber in anderen räumlichen Tests sind die Unterschiede dann entweder nicht da oder gar nicht so stark. Also eine relativ präzise Domäne. Was wir daraus schlussfolgern können, ist Folgendes.
bevor ich auf den mentalen Rotationstest komme. Wir haben Geschlechtsunterschiede in kognitiven Prozessen. Sie sind über 40 Jahre in wahnsinnig vielen Ländern mit wahnsinnig vielen Tests gemessen. Sie sind weitestgehend stabil. Aber die Vorstellung, dass Männer und Frauen vollständig unterschiedliche kognitive Prozesse generieren, ist unsinnig. Aber in einigen Domänen sind die Unterschiede da. Jetzt, weil ich diesen Test mehrfach verwenden werde, möchte ich Ihnen den mentalen Rotationstest vorstellen. Sie sehen hier ein dreidimensionales Objekt, das ist die Vorlage. Und Sie sehen hier vier weitere Objekte. Zwei von diesen Objekten sind identisch, aber im Raum gedreht. Ich würde jetzt gerne einen von Ihnen herauspicken und der mir dann sagt, welche zwei identisch sind. Meine Damen und Herren, ich genieße meine Rolle als Professor, der dann Momente der Angst erzeugen kann in solchen Sachen. Aber ich werde von dieser Macht, ich werde meine Macht nicht missbrauchen. Ich werde Ihnen sagen, das sind die zwei, die identisch sind, aber gedreht. Sie können sich jetzt, also Sie bekommen ein Gefühl für diesen Test. Es ist wirklich erstaunlich. Manche Menschen finden diesen Test ganz leicht, manche finden ihn nicht lösbar. Also es extrem streut die Leistung in diesem Test. Und vor allen Dingen, wir haben eben einen relativ deutlichen Geschlechtseffekt in diesem Test. Das heißt, das Denken von Frauen und Männern ist nicht identisch, aber es ist erheblich ähnlicher, als häufig behauptet wird. Mit anderen Worten, da ist was dran. Und es gibt auch mehr Beispiele als das, was ich jetzt hier gerade bestimmt habe. Aber für eine Unterscheidung von Männern vom Mars und Frauen von der Venus reicht es bei weitem nicht. Wir wollen jetzt genauer verstehen, wie es denn zu diesen selektiven kognitiven Unterschieden kommt. Wir wollen uns dazu zuerst einmal von den Basismechanismen anfangen, nämlich dem genetischen Geschlecht. Sie wissen natürlich, dass Menschen besitzen 23 Chromosomenpaare. Wir hatten das ja letzte Woche auch mit Lars Penke, wo es um Intelligenz ging, da ist er ja auch auf die genetischen Mechanismen eingegangen. 22 sind die sogenannten Autosomen, sie sind übereinstimmend. Und ein Paar ist das XY-Paar oder XX-Paar, das sind die Gonosomen. Das ist das geschlechtsdeterminierende Chromosomenpaar. Einzelne mütterliche oder väterlich geerbte Gene können an- oder abgeschaltet werden. Das erklärt zumindest einen Teil der Effekte, dass dann die Eltern sagen, die Nase ist ganz die Mama und die Augen sind ganz der Papa. Das ist zum Teil ein Irrtum, aber es ist nicht ein vollkommener Irrtum. Es entsteht tatsächlich durch das selektive An- und Abschalten von paternalen oder maternalen genetischen Prozessen. Das Y-Chromosom ist ein ganz kleines Chromosom. Es hat nur 50 Gene. Und wenn Sie jetzt vielleicht meinen, da passt die ganze Männlichkeit doch gar nicht drauf auf die 50 Gene. Es besteht bezüglich des Y-Chromosoms, es gibt wahnsinnig viele falsche Gedanken dazu. Die Begeisterung von Männern fürs Grillen oder ihre Fähigkeit, in die Luft zu starren und nach einer Weile zu sagen, das ist eine DC-9, aber kanadische Bauart, das hat nichts mit dem Y-Chromosom zu tun. Diese Dinge sind nicht auf dem Y-Chromosom kodiert. Es ist auch nicht so, dass jetzt das männliche Geschlechtsorgan auf dem Y-Chromosom kodiert ist, sondern das ist verstreut auch in all seinen Komponenten über die verschiedenen anderen Chromosomen, sodass man Eigenschaften dessen auch von seiner eigenen Mutter geerbt bekommen könnte. Das Y-Chromosom hat im Großen und Ganzen ein einziges Gen, das eine absolut wichtige Rolle spielt. Auf dieses Gen möchte ich gleich zu sprechen kommen. Zuerst ein paar aber Dinge zu unseren genetischen Mechanismen. Tierexperimentelle Studien zeigen, dass fast 75% der Expressionsmechanismen von Genen geschlechtsvariant sind. Das heißt, das Geschlecht des Embryos bestimmt extrem stark, wie stark einzelne Gene an- und abgeschaltet werden. Und das wichtigste Gen auf dem Y-Chromosom produziert ein einziges Protein, nämlich das TDF-Protein, den testisdeterminierenden Faktor. Und das ist jetzt das, was darüber entscheidet, ob man Mann oder Frau wird. Das ist unglaublich, aber es ist wirklich ein Gen. Normalerweise ist es so, das hatten wir auch letzte Woche, die meisten Mechanismen von Genen, zum Beispiel auf kognitive Prozesse, sind so, dass es wahnsinnig viele Gene gibt, die mit ganz schwachen Einzeleffekten. Es gibt nicht sehr viele Gene, die eine so durchschlagende determinierende Wirkung haben. In diesem Fall ist TDF tatsächlich ein Protein des Gens SRY, das eine solche Wirkung hat. Und wir wollen jetzt
in dem ersten Schritt dieser Vorlesung durchgehen, wie diese Wirkung entsteht. Wie Männer und Frauen entstehen, habe ich jetzt diesen Teil genannt. Hier tauchen einige Worte auf, die ich unten definiert habe, aber es kommt mir eigentlich hauptsächlich auf diesen Faktor an. Gehen wir mal von einem männlichen Embryo aus, mit XY-Chromosomenkombination. Ungefähr in der sechsten Schwangerschaftswoche produziert das Y-Chromosom oder das SRY-Gen auf dem Y-Chromosom diesen testis-determinierenden Faktor. Das Embryo hat primäre Gonaden, die weiblich werden können, Ovarien, oder männlich werden können, Hoden. Es weiß noch nicht, ob es Männlein oder Weiblein ist. Kaum tritt das Protein auf, TDF, dockt an die primären Gonaden an, wandeln sich die Gonaden um und werden zu Hoden. Kaum werden sie zu Hoden, nicht kaum, sondern nach einer Weile, nachdem sie zu Hoden geworden sind, fangen sie an, eine Reihe von Hormonen zu produzieren. Die verschiedenen Androgene, die es gibt, und ein Hormon, das tatsächlich so heißt, das heißt Anti-Müller-Hormon. Das Anti-Müller-Hormon hat eine ganz interessante Wirkung. Es führt dazu, dass das Müllersche System verschwindet. Das Müllersche System, das sehen wir hier, sind die Vorläufer von Eileiter, Uterus, Schleimhaut, Fransen am Eierstock. Und das ist quasi die Innenausstattung der weiblichen Geschlechtsorgane. Die sind angelegt beim Embryo. Das Anti-Müller-Hormon bringt sie um. Androgene, die gleichzeitig produziert werden, halten wiederum das Wolffsche System am Leben. Das Wolffsche System ist ein System, das sehen Sie hier, das sind die Innenausstattungen der männlichen Geschlechtsmerkmale, Nebenhoden, Samenleiter, Bläschendrüse, die würden normalerweise untergehen. Androgene halten sie am Leben. Androgene führen ebenfalls dazu, dass die äußeren männlichen Geschlechtsorgane sich ausentwickeln. Wie wird man denn jetzt zu einer Frau? Interessanterweise ist es so, dass das Normalmodell des Menschen weiblich ist. Man braucht nichts und dann entwickelt sich eine Frau. Der Normalfall ist eine Frau. Denn bei der Chromosomenkombination XX warten die primären Gonaden die ganze Zeit, ob das TDF-Protein kommt. Es kommt nicht, dann sagen sie, okay, wir sind also Frau. Dann werden sie Ovarien, produzieren erstmal für eine ganze Weile keine Hormone. Was dazu führt, dass das Müllersche System sich entwickelt, weil es entwickelt sich ja dann, wenn es nicht vom Anti-Müller-Hormon umgebracht wird. Das Anti-Müller-Hormon ist nicht da, also entwickeln sich die Innenauskleidung der weiblichen Geschlechtsmerkmale. Das Wolffsche System ist sowieso suizidal. Es ist sozusagen, es wird durch die Androgene am Leben erhalten. Die Androgene kommen nicht, also verschwindet das Wolffsche System. Und wenn nichts passiert, entwickeln sich ganz normal die äußeren Geschlechtsmerkmale. Dieses System, ein fantastisches System, kann durch kleinere Veränderungen aus der Balance geworfen werden. Gehen wir zum Beispiel auf einen Fall ein, der Gott sei Dank nicht so häufig ist, aber dann besonders einprägsam das Wirken dieses Systems zeigt. Das ist jetzt das Bild eines genetischen Mannes. Eines genetischen Mannes mit einer Androgeninsensitivität. Genetisch ist diese Frau, ich sage jetzt Frau zu ihr, weil das ist auch die Selbstbestimmung dieser Menschen, verständlicherweise und korrekterweise, genetisch ist sie ein Mann. Aber, jetzt schauen wir mal, was passiert, genetisch gesehen ist in der sechsten Woche TDF produziert worden. TDF hat die primären Gonaden zu Hoden umgeformt. Androgene sind gebildet worden, aber die Rezeptoren für die Androgene funktionieren nicht. Dadurch, dass die Rezeptoren für die Androgene nicht funktionieren, begeht das Wolffsche System Selbstmord und die äußeren männlichen Geschlechtsorgane bilden sich nicht aus. Es wird aber das Anti-Müller-Hormon ausgebildet und dafür funktionieren die Rezeptoren, also verschwindet auch das Müllersche System. Das heißt, was passiert ist, dass später in der Pubertät die Hoden ja Androgene produzieren. Ein Teil davon wird zu Östrogen umgeformt. Es entwickeln sich die normalen äußeren weiblichen Geschlechtsmerkmale, sodass die Person eben vollständig wie eine Frau aussieht. Da besteht überhaupt gar kein Zweifel dran. Auch bei der Geburt eine Tochter. Die Eltern ziehen sie als Tochter groß. Alles wunderbar.
Die Mädchen sind auch häufig auffällig weiblich. Es kommt nur keine Menarche. Man geht zum Arzt, der Arzt stellt fest, dass es sich um einen genetischen Sohn handelt. Das Beste, was man machen kann, was auch praktisch immer gemacht wird, ist, die etablierte Identität selbstverständlich weiterzuführen. Diese Menschen sind Frauen, Punkt. Sie können keine Kinder kriegen, weil ihnen die Innenauskleidung der weiblichen Geschlechtsmerkmale fehlen. Aber als Identität sind sie weiblich, ohne jeden Zweifel. Das bedeutet, biologisches Geschlecht, genetisches Geschlecht, psychologisches Geschlecht können in einem Widerspruch zueinander stehen. Sie sind in vielen Fällen deckungsgleich, aber es gibt keinen Grund, dass sie immer deckungsgleich sein müssen. Wir können Mixturen aufweisen und wir haben Freiheitsgrade, uns selbst an dieser Stelle auch zu definieren. Das heißt, der Normalfall in der Embryogenese ist die Frau. Der Fall, der davon abweicht, entsteht immer dann, wenn dieses eine Protein auftaucht, TDF, der dann eine komplexe Kaskade von Ereignissen nach sich zieht, an deren Ende die Genese eines jungen, eines männlichen Embryos und eines kleinen männlichen Kindes sich ausbildet. Die sich hier besprochenen Dinge betreffen den Körper, ist aber auch das Gehirn bei Frauen und Männern unterschiedlich? Die Antwort ist ja. Und die Antwort ist nicht nur ja, sondern ja mit Ausrufezeichen. Wir haben viel mehr neuroanatomische Unterschiede, als wir kognitive Unterschiede haben. Und die Diskrepanz haben wir bei weitem nicht verstanden. Es gibt langweilige Unterschiede in der Neuroanatomie. Zum Beispiel gibt es im Rückenmark gibt es einen Nukleus, den nur Männer haben, weil der die Penismuskulatur kontrolliert. Es ist trivial, dass Frauen den dann in der Form nicht haben. Es gibt Bereiche in der präoptischen Region, die sehr viel mit geschlechtstypischem Verhalten zu tun haben. Das ist nicht ganz so trivial, aber das kennt man auch schon seit einer ganzen Zeit. Was uns in dieser Vorlesung stärker interessiert, sind die Mechanismen, die anatomischen Unterschiede, die wir im Großhirn, auf der kortikalen Ebene finden, weil sie natürlich viel mehr mit unseren Denkprozessen, mit unseren kognitiven Prozessen zu tun haben. Es gibt sehr viele Berichte, ich möchte nur einige wenige mit Ihnen durchgehen. Zum Beispiel der Hippocampus, über den wir in der zweiten Vorlesung sehr intensiv gesprochen haben und in der dritten und in der vierten natürlich auch, ein ganz wichtiges Element in der Gedächtnisbildung, vor allen Dingen im episodischen Gedächtnis, aber auch bei der Bildung von semantischen Gedächtnisinhalten. Vor der Pubertät gibt es praktisch keinen Geschlechtsunterschied in der Größe des Hippocampus zwischen Jungen und Mädchen. Mit der Pubertät, mit der Veränderung der Hormone bilden sich Unterschiede aus in der Art und Weise, wie der Hippocampus wächst. Am Ende der Pubertät haben junge Frauen einen größeren Hippocampus als junge Männer. Ohne dass junge Frauen deshalb ein besseres Gedächtnis haben als junge Männer. Das heißt, wir haben diesen neuroanatomischen Unterschied. Es besteht überhaupt gar kein Zweifel, dass er da ist. Die Effektstärken sind auch gar nicht so klein. Wir finden aber nicht unbedingt ein kognitiv-behaviorales Korrelat dazu. Etwas sehr Ähnliches haben wir bei der Amygdala, die wir bei Emotionen kennengelernt haben. Auch hier vor der Pubertät praktisch kein Unterschied. Mit der Pubertät eine Veränderung der Gestalt, dass die Amygdala bei den Jungs diesmal größer wird. Auch hier wieder kein klares Korrelat zum Verhalten. Der größte Unterschied und der bizarrste Unterschied ist in der Größe des Cortex. Nicht nur, dass Männer einen größeren Cortex haben, sie haben, und das ist mittlerweile nachgewiesen, auch ungefähr 10% mehr kortikale Nervenzellen. Das ist ein Riesenunterschied. Sie sehen hier die Altersentwicklung. Das ist der Peak. Bei Frauen entwickelt sich das Maximum des Gesamtgehirnvolumens kurz vor der Pubertät, bei den Männern kurz nach der Pubertät, wobei diese Spitzen nicht besonders ausgeprägt sind. Das geht hauptsächlich auf die graue Substanz zurück. In der weißen Substanz ist das quasi ein progressives Wachstum, ohne dass wir einen klaren Peak beobachten können. Als evolutionär denkender Mensch kann ich mir nicht vorstellen, dass 10% mehr Gehirn, und zwar korreliert, also korrigiert für Körpergröße, ohne Effekt sind. Weil es ist unglaublich teuer. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass wir bei der Evolutionsdiskussion gelernt hatten, dass das Gehirn ungefähr ein Viertel bis ein Drittel der Energieressourcen des Menschen frisst. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass 10% ein Geschlecht mehr hat,
dann können Sie sich das energetisch umrechnen, wie groß diese Ressource ist. Und dass diese Ressource, dass dieses Meer einfach verschwendet ist, ist evolutionär schwer vorstellbar. Aber gerade in der letzten Woche haben wir gehört, es gibt keinen IQ-Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das offenbart, dass wir hier, und das ist eigentlich ein trauriges Fazit, dass wir sehr viele neuroanatomische Unterschiede finden. Und die ernüchternde Antwort ist aber, dass wir diese neuroanatomischen Unterschiede nicht in funktionell-kognitive Unterschiede übersetzen können. Und das offenbart eigentlich ein zentrales Problem der kognitiven Neurowissenschaft, dass wir neurobiologisch immer besser werden bei der Umsetzung unseres neurobiologischen Wissens in weichere Funktionen wie kognitive Prozesse bei Menschen, aber nach wie vor extrem hinterherhinken. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir Korrelate von diesen Unterschieden finden werden, aber sie scheinen offensichtlich nicht so einfach, nicht so platt, nicht so offensichtlich zu sein. Es gibt keinen IQ-Unterschied. Das Erste, worauf man kommen würde, es gibt ihn nicht, aber es gibt diesen 10%igen Unterschied in der Kortexgröße. Es wäre also aus heutiger Sicht falsch zu behaupten, es gäbe keine Geschlechtsunterschiede des Gehirns. Es gibt sie, sie sind größer als die kognitiven Unterschiede, aber wir haben sie funktionell in keinster Weise adäquat verstanden. Das sind aber statische Unterschiede. Das heißt, sie verändern sich nicht, zumindest nicht in kurzfristigen Abständen, über unsere Lebensspanne. Was ist denn jetzt mit dynamischen Faktoren, die sich über kurze Zeitabstände verändern könnten? Ich möchte darauf auf ein Thema eingehen, das wir vor, ich glaube, 2 Wochen hier hatten, nämlich Links-Rechts-Unterschiede in der Organisation des Gehirns. Das ist eine ganz alte Arbeit von 1995. Ich bringe sie nur, weil das im Grunde die erste Arbeit dieser Art war, in der das gezeigt wurde, zumindest mit damaligen bildgebenden Verfahren, und weil es im Grunde eine Art Türöffner ist in ein Thema, das wir damals besprochen haben, bei dem wir aber diesen Aspekt nicht diskutiert haben. Nämlich ein Unterschied in der Organisation von funktionellen Hirnasymmetrien zwischen den Geschlechtern. Das ist eine Aufgabe, bei der Frauen auf der linken, Männer auf der rechten Seite im Scanner Worte generieren müssen. Und wir schauen diesen Menschen quasi bei dieser Aufgabe zu. Was wir bei Männern sehen, ist, dass wir eine deutlich ausgeprägte Aktivierung im frontalen Bereich links haben. Das ist der Bereich des Brocaschen Areals. Ein klassisches Ergebnis, dass bei Wortgenerierungsaufgaben hier eine deutliche Asymmetrie sichtbar wird. Bei Frauen haben wir ebenfalls eine Asymmetrie. Sie sehen, die Aktivierung links ist größer als die rechts. Die Asymmetrie ist aber weniger stark ausgeprägt. Und das ist ein relativ typisches Muster, das man in der Literatur findet. Asymmetrien in der Funktion des Gehirns gibt es bei Männern und Frauen. Bei Männern sind sie aber stärker ausgeprägt als bei Frauen. Ein altbekanntes Faktum. Ungefähr in der Zeit, in der diese Arbeit rauskam, oder eigentlich noch ein bisschen eher, Anfang der 1990er Jahre, habe ich mich sehr für dieses Phänomen interessiert, aber auch für ein zweites Phänomen, das ich fantastisch fand, weil die ersten Daten dazu rauskamen, dass sich nämlich kognitive Prozesse während des Zykluses verändern. Und ich habe mich gefragt, ob eventuell Veränderungen in den Asymmetrien ein Grund dafür sind, dass sich kognitive Prozesse über den Zyklus verändern könnten. Hier sehen wir jetzt den normalen Zyklus, 28-tägigen Zyklus, sozusagen der Bilderbuchfall. Es gibt praktisch keine Frau, bei der das so vorkommt, aber sozusagen der Lehrbuchfall, in der wir die verschiedenen Hormone, die sich dann verändern, vor allen Dingen kommt es mir hier auf Östradiol mit seinen 2 Peaks und Progesteron mit seinem 2. Peak an. Hier sehen wir die Veränderung von Hormonprozessen. Und wenn man sich einmal neurobiologisch mit Hormonen beschäftigt, dann fragt man sich, warum die Effekte, von denen ich gleich berichten werde, eigentlich nicht noch viel größer sind. In einem Gehirn, in dem praktisch jede Instanz über 3 Synapsen mit jeder anderen Instanz verbunden ist, und indem einige Instanzen vollgepackt sind mit Rezeptoren für einen Teil dieser Sexualhormone, ist es eigentlich ein Wunder, dass das Auf und Ab, und zwar mit sehr großen Schwankungen der Sexualhormone innerhalb eines Monats, nicht noch viel mehr Effekte auf funktionelle Prozesse hat. Bei Frauen innerhalb des Monatszykluses, bei Männern über längere Zeitspannen. Es gibt tageszeitliche Schwankungen,
aber es gibt bei Männern vor allen Dingen auch die Schwankung, zum Beispiel in der Testosteronkonzentration über die Lebensspanne. Das heißt, es passiert etwas, es passiert eigentlich aber weniger, als man meinen sollte, das passiert. Aber führt diese Veränderung wirklich zu einer Veränderung von Hirnfunktion und kognitiver Funktion? Ich habe mich damals war ich noch an der Universität Konstanz, auf zwei Punkte in diesem Zyklus konzentriert. Und zwar auf die Menstruationsphase, dort sind die Sexualhormone, haben ihren niedrigsten Stand, und auf die Lutealphase, weil dort sowohl Östradiol als auch Progesteron hoch sind. Östradiol zweiter Peak, Progesteron den einzigen Peak. Meine Idee war es, in diesen zwei Phasen Versuchspersonen zu testen und zu schauen, inwieweit sie Veränderungen ihrer Hirnasymmetrien durchmachen. Ich dachte, das wäre ja irre, wenn ich nachweisen könnte, dass während eines Monatszykluses die Organisation des Gehirns sich verändert. Und zwar hin und her shiftet zwischen starken und schwachen Asymmetrien. Ich musste Frauen finden, die nicht die Pille nehmen, was ganz schön schwierig war. Wir sind dann in einem Schwesternkloster in München fündig geworden. Und es ist kein Witz, also wir haben lange gesucht. Und wir haben auch Hormonproben genommen, wir mussten sicher sein, und bei diesen Damen waren wir sicher und konnten es natürlich auch überprüfen. Es war tatsächlich genau so. Wir haben natürlich einen Teil unserer weiblichen Versuchspersonen in der Menstruationsphase zuerst getestet, dann in der Lutealphase, die zweite Hälfte der Gruppe, erst in der Lutealphase, dann in der Menstruationsphase. Man ist ja Psychologe, man balanciert alles aus und so weiter und so fort. Der Test, den wir genommen haben, ist ein total simpler Test. Das ist jetzt die Version des Tests, die wir damals genommen haben, mit Figuren. Und ich möchte Sie hier kurz durchführen, damit Sie die Ergebnisse interpretieren können. Wir hatten ja schon bei der Lateralisationsvorlesung gehört, die Versuchsperson muss sich auf sein mittleres Kreuz konzentrieren. Und dann ist die Welt aufgeteilt in ein linkes visuelles Feld, in dem sitzt jetzt gerade der Reiz, den wir der Versuchsperson zeigen, und ein rechtes visuelles Feld, da ist nichts. Dieser Reiz wird jetzt projiziert in die rechte Gehirnhälfte. Dieser Reiz taucht nur ganz kurz auf, sodass, wenn ich dann im Grunde mit den Augen eine schnelle Sakkade nach links mache, dieser Reiz im Grunde schon verschwunden ist. Das heißt, die Figur ist repräsentiert für einen kurzen Augenblick in der rechten Hirnhälfte der Versuchsperson. Die Versuchsperson hat folgende Aufgabe. Wir sagen ihr, pass auf, du wirst in der Mitte des Screens eine Figur sehen, du hast 2 Sekunden Zeit, dir die in aller Ruhe anzugucken. Die ist in der Mitte, die Versuchsperson hat 2 Sekunden Zeit, beide Hirnhälften haben genügend Zeit, sich diese Figur zu merken. Dann verschwindet diese Figur und dann, für die Versuchsperson nicht vorhersehbar, entweder links oder rechts taucht die gleiche oder, das ist in dem Beispiel rechts, eine ähnliche, aber andere Figur auf. Die Aufgabe der Versuchsperson ist ganz einfach. Sie soll so schnell und so richtig wie möglich sagen, das ist der gleiche Reiz oder das ist der ungleiche Reiz. Eine ganz simple Aufgabe. Dadurch, dass wir die Versuchsperson aber unter Zeitdruck stellen, dadurch, dass wir den Vergleichsreiz lateralisiert ihr darbieten, ist die Reaktion für gleich oder ungleich hauptsächlich von der Hirnhälfte ausgelöst, in der diese Figur sichtbar wird. In diesem Fall die rechte. Wir wissen, dass bei einer solchen Figurerkennungsaufgabe hauptsächlich die rechte Hirnhälfte die dominierende Hirnhälfte ist. Das heißt, sie ist in der Lage, schneller zu reagieren und richtiger zu reagieren. Wir haben auch Gesichter verwendet, gleich, ungleich, und auch da ist die rechte Hirnhälfte die bessere. Wir haben auch Worte verwendet und da ist die linke Hirnhälfte die bessere. Das heißt, wir haben verschiedene Tests genommen, um links- und rechtshemisphärische Leistungen zu testen. Wir haben diesen Test mehrfach gemacht. Den Test, bei dem ich jetzt Ihnen erzählen möchte, haben wir 3 Gruppen von Versuchspersonen genommen. Einmal die jungen Frauen, dann junge Männer und dann Damen nach der Menopause, die wir in einem Kirchenchor kennengelernt haben. Die 3 Gruppen waren, wir nennen das gejocht. Gejocht heißt, sie waren miteinander gekoppelt. Das heißt, die junge Frau gab den Takt an. Sie musste mich anrufen und mir sagen, dass sie jetzt ihre Menstruation hat. Das heißt, das war der Zeitpunkt 1. Das lief dann immer so ab, was weiß ich, am Sonntagnachmittag rief, sagen wir mal, Manuela an und sagte, Herr Professor Günther Kühn, ich habe meine Menstruation. Ich sagte, super, Manuela, komm bitte morgen um 9 ins Labor.
Dann habe ich den Michael angerufen, das war der Gekoppelte an den Manuela. Ich sagte, Michael, Manuela hat ihre Tage, komm bitte morgen um 10.30 Uhr ins Labor. Dann habe ich die Frau Müller angerufen, die war auch gekoppelt, und sagte, Frau Müller, Manuela hat ihre Tage, kommen Sie bitte morgen um 12 Uhr ins Labor. Das heißt, die zwei mit Manuela gekoppelten Personen wurden zeitgleich getestet. Und wir hatten natürlich zwei Manuelas, wenn Sie so wollen. Die haben immer angerufen, wenn sie ihre Tage hatten. Aber bei der einen Gruppe haben wir sie quasi am nächsten Tag getestet. Bei der anderen Gruppe haben wir gewartet bis zu ihrem 20. Zyklustag, um eben die Lutealphase zu erwischen. In der Zeit gab es mit meiner Frau ein paar Missverständnisse, die fragte sich immer, warum junge Frauen anrufen und erleichtert mir sagen, dass sie ihre Tage haben. Aber das ließ sich ohne Probleme erklären und das Experiment nahm dann seinen Lauf. Hier sehen wir jetzt die Figurerkennungsaufgabe. Ich gebe Ihnen jetzt nur die Daten der Figurerkennungsaufgabe. Hier ist die Trefferquote. Je höher die Werte, desto besser. Hier sehen wir die Männer. Die rechte Hirnhälfte ist besser als die linke. Genau das haben wir erwartet. Hier sehen wir jetzt die Frauen, und zwar die gleichen Frauen, getestet während der Menstruation. Genauso deutliche Unterschiede wie bei den Männern. Und während der Lutealphase kein Unterschied. Das Interessante ist jetzt Folgendes. Wenn ich jetzt die jungen Frauen hier einladen würde in den Test, würde ich sie ja zu verschiedensten Zeiten ihres Zykluses erwischen. Der Mittelwert von ihnen wäre dann ein kleinerer Unterschied als bei den Männern, weil ich eben über den Zyklus das verwische mit einer großen Varianz der Daten. Genau das ist das Ergebnismuster, das wir in der Lateralisationsforschung finden. Das bedeutet, der Unterschied entsteht dadurch, dass wir einen Faktor nicht beachtet haben. Das Gehirn der jungen Frauen verändert sich in den 28 Tagen in seiner Funktionalität. Wie ist es denn jetzt bei den Frauen nach der Menopause? Dort haben wir ja eine Reduktion der Sexualhormone. Wir müssten einen Zustand erwarten, der eher dem der Männer gleicht. Finden wir das? Hier haben wir jetzt nun Session 1, Session 2. Wir können ja nicht von Zyklusphasen sprechen. Bei den Männern, bei den postmenopausalen Frauen. Und wir sehen deutliche Unterschiede zwischen den beiden Hirnhälften bei den älteren Damen. Genau das würden wir erwarten. Sogar noch deutlichere Unterschiede als bei den jungen Männern. Die Leistung insgesamt niedriger. Viele von Ihnen haben zum ersten Mal vor einem Computer gesessen, sich mit solchen Aufgaben konfrontiert gesehen und so weiter. Die absolute Leistung ist uns egal. Die relative Leistung zwischen den beiden Geschlechtern ist spannend. Das bedeutet, wir haben eine Veränderung in der Organisation, der funktionellen Organisation des Gehirns während des Monatszykluses. Und diese Veränderung geht einher mit Veränderungen in kognitiven Prozessen. Das sehen wir hier. Hier habe ich Ihnen drei Dinge mitgebracht. Ein Gehirnmodell von oben, ein Monatszyklusbild, wie Sie es gerade kennen, und ein Leistungsbild in der mentalen Rotationsaufgabe. Was Sie sehen, sind die Daten der Frauen, die während ihrer Menstruation getestet wurden. Hier in der Menstruationsphase. Was wir feststellen ist, sie haben eine sehr starke Interaktion zwischen den beiden Hirnhälften. Wir haben ein neurobiologisches Modell dafür. Ohne in die Details zu gehen. Wir wissen, dass Progesteron die Wirkung von einem Teil der Glutamatrezeptoren reduziert. Wir wissen, dass die kortikokortikale Interaktion über das Corpus callosum hauptsächlich an den Glutamatrezeptoren hängt. Das heißt, eine Reduktion der Wirksamkeit von Glutamatrezeptoren führt zu einer Reduktion der Transmission zwischen den beiden Hirnhälften. Die Transmission zwischen den beiden Hirnhälften ist hauptsächlich inhibitorisch, hemmend. Wir haben de facto also eine starke Inhibition während der Menstruation und eine hohe Leistung in der mentalen Rotationsaufgabe. Das ist im Grunde das männliche Bild, wenn Sie so wollen. Niedrige weibliche Geschlechtshormone, starke Inhibition zwischen den beiden Hirnhälften, hohe Leistung in der mentalen Rotationsaufgabe. 20 Tage später sieht es schon anders aus. Die kortikokortikale Interaktion ist reduziert. Sexualhormone erreichen ihr Maximum. Die Asymmetrien sind weitestgehend verschwunden
und die Leistung in der mentalen Rotationsaufgabe ist kleiner. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen vor 20 Minuten erzählt, dass über 40 Jahre, und egal ob Sie in Saudi-Arabien oder in Schweden die Frauen testen, sie immer niedrigere Leistungen in der mentalen Rotationsaufgabe bei Frauen haben. Diese Aussage muss sich revidieren. Es kommt darauf an, wann man sie testet. Wenn man Frauen während der Menstruation testet, in der Östradiol und Progesteron ihren tiefsten Stand haben, zeigen sie keinen Unterschied in der Leistungsfähigkeit in dieser Aufgabe zu Männern. Und das finde ich ein total spannendes Datum. Es zeigt nämlich, dass diese Geschlechtsunterschiede in den kognitiven Prozessen erstens existieren, zweitens biologisch erklärbar sind, und zwar über kurze Zeiträume, und zwar auch neuronal erklärbar über Veränderungen, wie wir sie hier gerade diskutiert haben. Ich fasse zusammen. Frauen verändern ihre funktionelle Hirnorganisation und die damit zusammenhängenden kognitiven Leistungen während des Monatszykluses. Das heißt, biologische Faktoren können über sehr kurze Zeiträume von wenigen Wochen die funktionellen Interaktionen innerhalb des Gehirns und damit einhergehend zumindest einen Teil der kognitiven Prozesse verändern. Sind aber Hormone auch in der Lage, längerfristige Denkprozesse zu verändern, langfristige kognitive Geschlechtsunterschiede zu erzeugen oder zu reduzieren? Mit dieser Frage haben wir uns an unsere holländischen Kolleginnen gewandt, die nämlich sehr viel mit Menschen arbeiten, die ihr Geschlecht verändert haben. Damals war es zumindest noch so, ich weiß nicht, ob das Gesetz immer noch gilt, in den Niederlanden, nachdem festgestellt wurde, dass dies ein dauerhafter Wunsch der betroffenen Person ist, dass sie oder er ihr Geschlecht verändern wollte, gab es im Grunde einen Vertrag, ein pragmatischer Vertrag, typisch für unsere niederländischen Kolleginnen und Kollegen. Die Krankenversicherung übernimmt alle Kosten, die mit der Geschlechtsumwandlung verbunden sind. Dafür muss sich die Person aber ein Jahr wissenschaftlich untersuchen lassen. Für alle möglichen Wissenschaftler, die sich für das Phänomen interessieren. Sie kann auch sagen, nein, ich will es nicht. Dann heißt es, nee, dann übernehmen wir das nicht, weil es ist ja nicht krankhaft, Mann oder Frau zu sein. Das heißt, unsere niederländischen Kolleginnen haben sehr viele Untersuchungen durchgeführt. Wir haben mit ihnen einige Studien durchgeführt, aber die Studie, die ich jetzt mit Ihnen präsentieren möchte, stammt nicht von mir und meinen Kollegen in Bochum, sondern ausschließlich nur von unseren holländischen Kolleginnen. Sie haben also Menschen untersucht, die im Prozess der Geschlechtsumwandlung von Mann zu Frau oder Frau zu Mann systematisch in ihren kognitiven Prozessen über längere Zeit beobachtet wurden. Ich möchte Ihnen jetzt eine quasi visuelle Nomenklatur einführen. Das ist Bülent Ersoy. Bülent Ersoy ist ein Sänger in der Türkei. So sah Bülent Ersoy aus, als ich in der Türkei im Gymnasium war. Das ist Bülent Ersoy jetzt. Bülent Ersoy hat zum Höhepunkt seiner oder ihrer Karriere beschlossen, dass sie ihr Geschlecht umwandeln möchte. Und wenn man sich vorstellt, was einfach karrieretechnisch für Risiken damit assoziiert sind, muss man sagen, großartiger Mut. Bülent Ersoys Karriere hat das überhaupt nicht geschadet. Sie ist nach wie vor sehr populär. Ich kann ihre Musik nicht besonders gut leiden, aber ich bewundere ihren Mut in vielerlei Hinsicht. Nach dem Militärputsch von 1980 gehörte sie zu den wenigen Künstlern, die sich ganz offen, sehr vehement und publicity-trächtig gegen die Militärdiktatur gewandt haben. Was ist jetzt nun mit Bülent Ersoy passiert bei der Umwandlung von Mann zu Frau? Diese Veränderung ist nicht einfach ein chirurgischer. Diese Veränderung ist primär ein hormoneller, und zwar eine massive Veränderung des menschlichen Körpers durch massive Vergabe von verschiedenen Hormonen, um aus einem Mann eine Frau oder aus einer Frau einen Mann zu machen. In diesem Fall, im Fall von Bülent Ersoy, mit der Vergabe von Antiandrogenen und Östrogenen. Ich werde jetzt das Bild von Bülent Ersoy als Mann, als Frau verwenden, um visuell Ihnen quasi eine Anleitung zu geben, als Beispiel für die Versuchspersonen unserer holländischen Kolleginnen, die vom Mann zu Frau wurden oder von Frau zu Mann. Hier links sehen wir jetzt erstmal die Veränderung von Mann zu Frau. Unsere Kolleginnen haben die mentale Rotationsaufgabe verwendet.
Und was wir hier sehen, ist, der blaue Balken weist nach oben. Das heißt, die Leistungen der männlichen Versuchspersonen sind höher als der niederländische Durchschnitt. Das ist leicht zu verstehen, weil der niederländische Durchschnitt besteht zu 50% aus Männern, zu 50% aus Frauen. Es handelt sich hier um Männer. Das heißt, sie bringen im Schnitt die höheren Leistungen. Deshalb weist der blaue Balken nach oben. Dann kommt es zum chirurgischen Eingriff und dann zu massiven Hormonvergaben. Und alle 3 Monate werden die Versuchspersonen getestet. Auf dem Weg zur Frauwerdung. 1. 3 Monate, 2. 3 Monate, 3. 3 Monate. Eine massive Reduktion ihrer Leistung in der mentalen Rotationsaufgabe. Ist das eventuell ein indiskriminativer Effekt, einfach durch die Belastung, die das Ganze mit sich bringt? Das müssten wir dann feststellen, wenn wir die andere Gruppe untersuchen. Frauen, die zu Männern werden. Wieder verständlich, wir fangen mit einem negativen Wert an. Im Schnitt sind die Frauen schlechter in dieser räumlichen Aufgabe als der Durchschnitt der holländischen Menschen, wo natürlich auch Männer und Frauen dabei sind. Der chirurgische Eingriff, die 1. 3 Monate, die 2. 3 Monate, die 3. 3 Monate. Hier haben wir Menschen, die haben 20, 25 Jahre lang als Mann oder als Frau gelebt, sind sozusagen, haben in zumindest ein äußerlich sichtbares Geschlecht gelebt und sind jetzt durch die Hormonvergaben in einer relativ kurzen Zeit, verändern sie ihre kognitive Leistung in dieser mentalen Rotationsaufgabe. Ein, ich finde, sehr mächtiges Argument dafür, wie stark unser Denken, auch unser geschlechtsspezifisches Denken, von solchen biologischen Faktoren abhängt. Männer und Frauen unterscheiden sich somit in einigen kognitiven Leistungen und die werden durch Sexualhormone modifiziert. Wenn also Geschlechtsunterschiede des Denkens und Handelns bei uns Menschen durch biologische Faktoren mitbestimmt werden, müssten wir dann nicht menschengeschlechtsähnliche kognitive Unterschiede auch bei nichtmenschlichen Primaten erwarten. Das ist eine wunderschöne Studie, die unsere amerikanischen Kolleginnen durchgeführt haben, die ich gerne jetzt mit Ihnen zusammen teilen möchte. Sie haben grüne Meerkatzen genommen, die in einem sehr großen, weitestgehend sich selbst überlassenen Gehege. Und das Erste, was sie gemacht haben, ist, sie haben Kinderspielzeug ausgewählt und es den Meerkatzenkindern gegeben. Ich rede jetzt immer von Meerkatzenkindern, weil normalerweise sagt man ja Meerkatzenjungen, aber es kommt mir jetzt auf den Geschlechtsunterschied an. Deshalb werde ich immer Meerkatzenkinder sagen, um dann zu differenzieren zwischen den Jungs und den Mädels. Also, sie haben Kochtöpfe genommen, weil die Entwicklungspsychologen ihnen gesagt haben, damit spielen bei den Menschen gerne die kleinen Mädchen. Puppen spielen auch gerne die kleinen Mädchen. Bilderbücher sind bei beiden beliebt, Stofftiere sind auch bei beiden beliebt. Polizeiautos, mehr was für Jungs, Fußbälle auch. Das heißt, wir haben Mädchenspielzeug, neutrales Spielzeug und Jungenspielzeug. Meine Damen und Herren, ich bin nicht schuld an dieser Einteilung. Das sagen alles die Entwicklungspsychologen. Aber als Väter und Mütter haben wir vielleicht Ähnliches schon mal beobachtet. Der Punkt ist, jetzt nehmen wir dieses Spielzeug und geben es den Affenkindern. Also Affenkinder, die noch nie mit einer, sozusagen, die keine menschliche Kultur haben. Werden wir ähnliche Unterschiede feststellen? Schauen wir uns zum ersten Mal zum Beispiel an, wenn man diesen Affenkindern Mädchenspielzeug gibt. Was wir feststellen ist, dass grüne Meerkatzenmädchen signifikant lieber mit Kochtöpfen spielen als grüne Meerkatzenjungs. Und der Unterschied ist noch deutlich stärker, wenn man ihnen Puppen gibt. Bei Puppen kann man sich ja irgendwie vorstellen, dass es sozusagen ein biologischer Auslöser ist für Jungen oder so, für Babys. Aber haben grüne Meerkatzen irgendein Konzept von Einbauküche? Warum spielen sie lieber mit Kochtöpfen? Was man beobachtet ist, dass diese Meerkatzenmädchen, nicht nur Mädchen, aber mehr Mädchen als Jungs, natürlich nicht kochen spielen. Sie haben ja keine Ahnung, was Kochen ist. Aber sie verwenden diese Töpfe zum Sammeln. Sie sammeln wahnsinnig gerne. Sie laufen überall rum, sammeln Steinchen und Blätter, tun sie da rein und dann laufen sie damit rum und nach einer Weile ist der Topf voll und kippen sie ihn wieder aus und dann sammeln sie wieder. Und das tun sie halt wahnsinnig gerne und das tun die Mädchen lieber als die Jungs. Wenn wir jetzt diese Daten nehmen würden, meine Damen und Herren, diese Daten hier, und würden sie in der Mainzer Psychologie der Entwicklungspsychologie geben und sagen, boah, total spannende Ergebnisse, guck mal, was ich hier rausgefunden habe, würden die sagen, ja, gibt es 50 Mal, 100 Mal, 500 Mal diese Daten.
bekannte Geschlechtsunterschiede in der Präferenz von Kinderspielzeug, wahrscheinlich alles Kultur. Aber hier haben wir es mit grünen Meerkatzen. Was ist jetzt mit neutralem Spielzeug? Wir sehen erstmal, Bilderbücher sind bei Meerkatzen nicht so beliebt. Stofftiere sind enorm beliebt, aber es gibt keinen, weder bei dem einen noch bei dem anderen, einen signifikanten Geschlechtsunterschied. Und das deckt sich auch mit dem, was wir bei unseren Kindern beobachten. Wenden wir uns jetzt mal an die Jungs. Wir geben ihnen jetzt ein Polizeiauto, deutlich mehr Begeisterung bei den Jungs. Wir geben ihnen einen Fußball, deutlich mehr Begeisterung bei den Jungs. Auch hier wieder müssen wir uns fragen, haben Meerkatzenjungen irgendeine Vorstellung von Polizei, von Auto, von Fußball? Natürlich nicht. Aber dieses Spielzeug lädt dazu ein, ein sehr bewegtes Spielen zu induzieren. Die Tiere schieben es an, das Auto hat eine Eigenbewegung, der Ball hat eine Eigenbewegung. Man muss hinterherrennen, ein anderer schnappt das weg, dann darf man sich mit ihm prügeln. Und das sind alles Sachen, die Jungs bei den Meerkatzen offensichtlich stärker ansprechen als bei den Mädchen. Mit anderen Worten, wenn Sie das nächste Mal in eine Diskussion geraten über die kulturellen Faktoren von Spielsachen und dass das alles Kultur ist, denken Sie an die Meerkatzen. Es ist nicht alles Kultur. Ich fasse zusammen. Geschlechtsunterschiede im Denken und Handeln finden sich in ähnlicher Art und Weise auch bei unseren nichtmenschlichen Primaten. Das heißt, wir haben wahrscheinlich eine lange evolutionäre Geschichte in geschlechtsspezifischem Spiel. Und natürlich greift die Spielzeugindustrie diese Präferenzen auf und verstärkt sie. Alles am Menschen ist Kultur und Biologie, aber es ist eben nicht nur Kultur. Wie wirken sich diese subtilen, aber wissenschaftlich nachweisbaren Unterschiede im Alltag aus? Können wir hier überhaupt zwischen biologischen und kulturellen Bedingtheiten unterscheiden? Jetzt kommt das Gefährlichste überhaupt, das Parkexperiment. Die Diskussion nach dem Kongress hat mich zutiefst frustriert. Meine Kolleginnen und Kollegen, von denen ich nach wie vor wahnsinnig viel halte, tolle Leute, nehmen auf den Titel ihres Buches, in dem sie sozusagen ein Buch geschrieben haben, in dem sie die Wissenschaft hochhalten, nehmen sie eine Aussage, die wissenschaftlich nicht belegt ist, weil sie einfach politisch korrekt davon ausgehen, dass sie falsch sein muss. Ich glaube nicht, dass wir Wissenschaft so betreiben sollten. Ich bin der Meinung, wir sollten Wissenschaft so betreiben, dass wir interessiert sind an der Realität der Welt, aber dass wir die Realität der Welt dann auch verstehen wollen, warum sie so ist, wie sie ist. Ich habe mich deshalb entschlossen, etwas zu machen, wovon alle Kollegen gesagt haben, bist du verrückt, das ist dein Ende. Du kannst doch nicht Parken bei Männern und Frauen untersuchen. Ich habe gesagt, Leute, ich habe eine Lebensstelle. Also ich, was soll mir passieren? Dieses Experiment war in vielerlei Hinsicht wahnsinnig spannend, weil ich zum ersten Mal, normalerweise macht man ein Experiment, man wendet sich, wenn man zusätzliche Mittel braucht, zum Beispiel an die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Dieses Experiment wurde gesponsert von ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, mit denen ich bisher zum Beispiel noch nie zu tun hatte. Zum Beispiel brauchten wir für dieses Experiment 4 Schrottautos. Sie sehen hier zwei dieser Schrottautos, die wir dann in der Tiefgarage der Universität geparkt haben. Die Uni hat freundlicherweise einen Teil der Tiefgarage gesperrt für 3 Monate, solange das Experiment lief. Und zwar werden Sie gleich sehen, warum wir diese Schrottautos brauchten, oder ist einfach zu erklären. Um die herum musste manövriert werden beim Einparken mit dem Auto. Ich habe mich an einen Schrotthändler gewandt. Ich habe gesagt, was kostet das, wenn du mir für 3 Monate 4 Schrottautos herbringst, die dort parkst, wo ich dir sage, dass du die hinstellen sollst, und dann nach 3 Monaten wieder abholst. Er sagt, es kostet 1.000 Euro. Ich sagte, okay, mache ich. Er war dann gerade dabei, den Vertrag aufzusetzen, und sagte, wozu brauchst du eigentlich diese 4 Schrottautos? Ich sagte, ich untersuche Parken bei Männern und Frauen. Da zerreißt er den Vertrag, sagt, ich mache es dir umsonst. viele spontane Unterstützungen dieser und anderer Art sind wir in dieser Studie sozusagen aufgekommen. Man muss bei solchen Experimenten wirklich alle Randbedingungen, es ist ein hochkritisches Experiment. Es ist ein Experiment, bei dem es aus meiner Sicht populistisch wäre, zu sagen, ich will wissen, ob Männer besser parken als Frauen.
Populistisch ist es, wenn man nur nach dem Unterschied schielt. Wissenschaftlich wird es, wenn man sagt, wenn es einen Unterschied gibt, kann ich erklären, warum es diesen Unterschied gibt. Dann wird es wissenschaftlich. Deshalb mussten wir erst einmal ganz sicher gehen, dass die Unterschiede, die wir finden, nicht durch simple kulturelle Faktoren erklärt werden können. Der erste Faktor, den man dann hat, ist natürlich das Auto, das man verwendet. Wir haben uns erstmal entschlossen, zwei Gruppen von Menschen zu nehmen. Menschen, die den Führerschein maximal 2 Wochen hatten. Das war wichtig, damit wir absolute Fahranfänger nehmen, weil wir wissen, Männer und Frauen fahren im Schnitt unterschiedliche Autos. Sie fahren auch unterschiedliche Arten von Gelände. Das heißt, es könnte sein, dass wenn wir erfahrenere Autofahrerinnen und Autofahrer nehmen und einen Unterschied finden, dass dies schlicht und einfach dadurch bedingt ist, dass sie durch soziale Faktoren zu unterschiedlichen Autofahrerinnen und Autofahrern geworden sind. Diese Wahrscheinlichkeit ist bei absoluten Fahranfängern minimal. Da ist aber dann das Problem, absolute Fahranfänger haben dann alles geübt an dem Fahrschulauto. Das heißt, wenn wir jetzt, was weiß ich, einen Golf nehmen, dann kann es sein, dass die Hälfte von denen sagt, ah, das ist ja genau mein Fahrschulauto, damit kenne ich mich aus. Und die anderen haben genau dieses Auto nicht gehabt. Wir induzieren somit Effekte, die wir nicht wollen. Wir haben deshalb uns an einen sehr großen deutschen Autobauer, der in Ingolstadt beheimatet ist, gewandt. Und der uns ähnlich spontan wie der Schrotthändler ein absurd riesiges Auto gegeben hat, bei dem keine einzige Versuchsperson Erfahrung damit hatte, dieses Auto zu fahren. Wir haben also diesen Wagen bekommen und das war dann quasi ein Auto, das für jede Versuchsperson ein fremdes Auto war. Wir haben natürlich alles aufgenommen und so weiter und tausenderlei Vorkehrungen getroffen. Und wir haben, bevor das Experiment begann, aber auch nach dem Experiment, viele Stunden die Versuchspersonen getestet, um verschiedenste kognitive Phänomene und motivationale Phänomene zu erheben, um später in der Lage zu sein, festzustellen, wenn wir einen Unterschied finden, worin ist der Unterschied begründet. Wir haben 3 verschiedene Parkmanöver verwendet. Einmal rückwärts 90 Grad, links und rechts, vorwärts 90 Grad, links und rechts und das gefürchtete Parallelparken. Und zwar einmal linksrum und einmal rechtsrum. Das heißt, 2x3 verschiedene Parkmanöver. Meine Damen und Herren, ich mache seit über 30 Jahren Experimente. Ich habe noch nie ein Experiment gehabt, in dem die Unterschiede so groß waren. Wir waren selbst überrascht. Frauen parken im Schnitt 35% langsamer ein. Männer 60 Sekunden, Frauen 91 Sekunden. Und dieser Unterschied zieht sich durch sämtliche Manöver, die wir getestet haben. Vorwärts parken, rückwärts parken, parallel parken. Riesengroße Effektstärken zwischen den Frauen und den Männern. Und zwar sowohl, und das vergaß ich Ihnen jetzt zu sagen, sowohl bei den ganz Novizen als auch bei den erfahreneren Autofahrerinnen und Autofahrern, bei denen wir natürlich nicht mehr sicher sein können, ob Kultur und Sozialfaktoren aufkumulieren bei ihnen. Aber ich meine, wir wollen ja auch erfahrenere Menschen nehmen. Insofern mussten wir das Risiko eingehen. Das heißt, bei beiden Gruppen finden wir diesen sehr großen Unterschied in der Geschwindigkeit. Kann es aber sein, dass Frauen langsamer parken, aber dafür präziser? Nein, sie parken schlechter. Der Unterschied ist über alle Parkmanöver hinweg signifikant. Wenn man es jetzt im absoluten Detail testet, nur beim Parallelparken wird er im Detail signifikant, aber über alle Manöver hinweg parken Frauen 2,4% schlechter. Der Unterschied ist nicht sehr groß, aber er ist also deutlich signifikant über die ganze Gruppe. Das heißt, Frauen brauchen länger, um schlechter zu parken. Wie kommt das? Wie kommt das? Jetzt sind wir natürlich in der Lage, dadurch, dass wir bei unseren Versuchspersonen praktisch alles erhoben haben, was man so erheben kann, die herauszubekommen, womit eigentlich die Unterschiede in der Parkleistung korreliert. Und wir können das sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, denn auch das muss gesagt werden, 50% der Datenpunkte liegen übereinander. Das heißt, wenn hier einige Frauen sagen oder viele Frauen sagen, das stimmt nicht, ich parke besser ein als mein männlicher Nachbar, das kann stimmen.
Vollkommen klar. Wir haben überlappende Datenpunkte. Bloß im Schnitt liegen die anderen 50% der Daten halt separat. Das ist die Verteilung über die Datenpunkte, die wir hier bei den, auch bei den Novizen gefunden haben. Können wir jetzt feststellen, womit das in Zusammenhang steht? Erstmal, was wir finden, ist Folgendes. Blau die Männer, rosa die Frauen. Die Parkgüte aus einem verrechneten Wert von Parkgeschwindigkeit und Parkpräzision über Zeit. Zeit bedeutet Novizen, erfahrene Autofahrerinnen und Autofahrer. Diese beiden Kurven bewegen sich absolut parallel. Das heißt, sowohl Männer als auch Frauen werden besser beim Parken, aber sie werden immer um den gleichen Betrag besser, sodass der Unterschied gleich bleibt. Das Spannende ist, wenn man sich den Mechanismus anguckt. Bei den Parknovizen gibt es zwei Faktoren, die erklären den allergrößten Teil der Varianz. Erstens, Frauen erleben sich als unsicher beim Einparken. Zweitens, ihre mentale Rotationsleistung ist schlechter, das war zu erwarten. Aber diese zwei Faktoren und vor allen Dingen die mentale Rotationsleistung erklärt den größten Teil der Varianz. Sodass es wahrscheinlich ist, dass folgendes Szenario vorliegt. Es gibt keinen Menschen in Deutschland, der nicht Witze von Parken und Frauen und Männern unterschieden gehört hätte. Eine junge Frau setzt sich an Steuer, parkt ein und sie hat damit die Probleme, die jeder Parknovize hat. Am Anfang muss man aber sehr viel theoretisch überlegen. Moment, wie ist das jetzt? Wie bewegt sich das Heck? Wie bewegt sich jetzt das Lenkrad dazu? Das sind Aufgaben, in denen ich Rotationsaufgaben durchführen muss, in der Frauen im Durchschnitt schlechter sind als Männer. Mentale Rotationsleistung erklärt einen Teil der Varianz. Sie erlebt sich jetzt selbst tatsächlich als schlechter als zum Beispiel andere männliche Parkschüler und denkt, ach du je, genau der Witz scheint auf mich zuzutreffen. Es entsteht sozusagen eine Angst vor der Parklücke. Zeit vergeht, die Autofahrerinnen und Autofahrer sind Profis geworden, die mentale Rotationsaufgabe spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Null. Die korreliert überhaupt nicht mehr mit der Parkleistung. Das Einzige, und es gibt einen einzigen Faktor, der jetzt praktisch alles erklärt, und das ist die Selbstunsicherheit. Das heißt, aus einem biologischen Faktor wird ein psychologischer Faktor. Für eine transiente Periode gibt es einen biologischen Faktor, der dazu führt, dass Frauen tatsächlich durch leicht verstehbare biologische Phänomene stärker eingeschränkt sind in der Güte ihres Einparkens. Dies hat allerdings nach unserer Interpretation Prozesse der Selbsteinschätzung nach sich, die zu persistieren scheinen. Meine Damen, sollten Sie so etwas haben, auch die Männer, ich weiß, es gibt Männer, die haben Angst vor Parklücken. Es liegt an uns, das psychologisch zu ändern. Sie alle sind erfahrene Autofahrerinnen und Autofahrer. Mentale Rotation spielt schon lange für Sie keine Rolle mehr. Sie können es ändern. Trauen Sie sich einfach. Keine Angst vor der Parklücke. Das heißt, Sie sehen die Mechanismen, die wir am Anfang diskutiert haben. Wir können sie bis in den Alltag hinein transportieren. Ich fasse zusammen. Frauen und Männer unterscheiden sich zum Teil sowohl biologisch als auch kognitiv. Die kognitiven Differenzen sind kleiner als häufig angenommen und sie betreffen vor allen Dingen zwei Domänen, räumliche und sprachliche Aufgaben und innerhalb der räumlichen und innerhalb der sprachlichen Aufgaben nochmal bestimmte Unterdomänen. Veränderungen von Sexualhormonen führen zu kognitiven Veränderungen und zwar sowohl auf kurzfristiger Ebene, Zyklus, als auch längerfristiger Ebene, zum Beispiel bei der Geschlechtsangleichung. Wir finden eine Vielzahl von neuroanatomischen Merkmalen, die zwischen Frauen und Männern unterscheiden. Wir finden kein adäquates kognitives Korrelat dafür. Das heißt, da haben wir noch sehr, sehr viel zu tun, um diese Dinge genauer zu verstehen. Und Studien an Affen, an nichtmenschlichen Primaten zeigen, dass wir sehr ähnliche kognitive oder auch Präferenzunterschiede in diesem Fall, zum Beispiel bei geschlechtstypischem Spielzeug finden, die sehr stark an das erinnern, was wir selbst auch produzieren, beziehungsweise was unsere Kinder tun. Es belegt meiner Meinung nach noch einmal, dass kognitive Geschlechtsunterschiede sowohl eine kulturelle als auch eine biologische Grundlage haben. Erlauben Sie mir einen Satz zum Schluss.
Ich selbst bin davon überzeugt, dass ich als Mann zu 99% Produkt meiner Kultur und zu 99% Produkt meiner Biologie bin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.